paar Kilometer entfernt im niederösterreichischen Streitdorf. Der Landwirt Wolfgang Löser lebt hier seit über 20 Jahren energieautark. Den Strom für sein Elektroauto bezieht der 68-Jährige allein durch die Kraft der Sonne. Eine Photovoltaikanlage von über 200 Quadratmetern versorgt ihn mit dem Gut, das in den letzten Monaten so viel teurer geworden ist. Wolfgang, ich glaube, fürs Tanken hast du schon länger nichts gezahlt, oder? Nein, wir haben eigentlich noch nie was gezahlt. Wir laden alles mit der Sonnenstrom, was direkt von der Photovoltaik kommt. Oft in der Nacht, wenn der Batteriespeicher voll ist, können wir das Auto genauso anstecken. Und ist eine herrliche Geschichte und das zeigt ihm, wie günstig die E-Mobilität überhaupt ist. Und was bedeutet für dich Elektromobilität? Also wenn man das betrachtet, alle unsere Verbrennungsmotoren, was wir in Österreich betreiben, schmeißen so viel Wärme weg, was nicht genutzt wird, um den gesamten Wärmebedarf von Österreich decken zu können. Kann man sich mal vorstellen. Ich sehe das Elektroauto vorrangig als Regelenergiekraftwerk, was gar nicht so war. Das ist eigentlich die wichtigere Sache, um die Stromnetze gleich vor Ort stabilisieren zu können. Photovoltaikanlagen in Österreich produzieren ca. 3% des heimischen Strombedarfs. Schätzungen zufolge könnte dieser Wert bis 2030 auf 15% steigen. Die Energie von einer Stunde Sonneneinstrahlung reicht aus, um den Jahresenergiebedarf der gesamten Welt zu decken. Der Erdäpfelkeller von damals ist die Energiezentrale von heute. Hier wird der Strom umgewandelt, gespeichert und verteilt. Per App weiß Herr Löser zu jeder Zeit, wie viel Energie zur Verfügung steht. Wolfgang, wann hast du eigentlich entschieden, dich energieunabhängig oder autark zu machen? Ja, das ist ein sehr langer Prozess. Und zwar, ich habe die erste Energiekrise 1973 schon erlebt. Und ich habe damals mit dem Dieseltraktor keinen Dieselkraftstoff mehr bekommen und habe damals eigentlich schon, wenn man so zurückerinnert, um Lösungen gesucht. Ich habe das Glück dann gehabt über die Jahre, dass ich Menschen getroffen habe, die immer Lösungen gewusst haben und nicht immer, was nicht alles geht, erzählt haben. Und das hat mich eigentlich recht imponiert und das ist, man hat das Gefühl der Unabhängigkeit. Also wenn du selber die Energie machst, dass du deine Versorgung sicherst, deine Unabhängigkeit, ist Klimaschutz automatisch dabei. Und was die wenigsten betrachten, es ist wirtschaftlich. Die Sonne schickt uns keine Rechnung und das amortisiert sich in kürzester Zeit und ist ein herrliches Leben, wenn man nie mehr Energiekosten hat. Klingt einfach. Es ist so einfach. Doch damit nicht genug. Weil die Elektrifizierung von Landmaschinen im Vergleich zum Pkw in den Kinderschuhen steckt, baut Wolfgang Löser Sonnenblumen an, aus denen er Kraftstoff für seine Landmaschinen macht. Das so entstandene Öl kann er für seinen Traktor genauso wie für den Salat verwenden. Wolfgang, das ist ja unglaublich. Du machst deinen eigenen Sprit? Das ist ein hochwertiges Pflanzenöl. Das ist Sonnenblumenöl, was wir von den Feldern abbauen, die Sonnenblumen. Die pressen wir aus. Da haben wir Presskuchen. Das ist der Großteil. Zwei Drittel davon sind Presskuchen. Und Öl ist ein Nebenprodukt, was wir als wertvollen Treibstoff, als Lebensmittel, das nehmen wir genauso zum Schnitzel auserbrochen, für Salatöle. Das ist ein kaltgepresstes, auch hochwertiges Speiseöl, was wir sehen. Unglaublich. Du, und was macht ihr mit dem? Das ist ein hochwertiger Presskuchen, das ist ein Eiweißfutter, das können wir in Soja österreichweit oder weltweit ersetzen sogar. Bei uns, wir haben keine Tiere, keine Nutztiere, deswegen nehmen wir das, um unsere Felder zum Humus aufbauen. Also man muss sich vorstellen, in einer Handvoll Erde haben wir mehr Lebewesen als Menschen auf der Welt sind. Und die haben alle einen Hunger natürlich und die danken es, wenn man es füttert, dass die Erde aufbereiten, produzieren und so können wir in eine Kreislaufwirtschaft reinkommen. Wir haben Humusaufbau mit Wasserspeichervermögen der Böden, nimmt wieder zu. Wir können das Kleinklima damit beeinflussen, die Pflanzen haben längere Trockenresistenzen. Also es ist insgesamt ein komplettes Paket, was da zusammenpasst und das ist ganz, ganz wichtig und langfristig auch wirtschaftlich erfolgreich. Wolfgang, vielen Dank für diese tollen Einblicke.